Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Kennen Sie das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Ihnen der Alltag mit den immer größer werdenden Herausforderungen, Pflichten und Verantwortungen teilweise über den Kopf wächst und Sie sich einfach nur nach einem kleinen Energieschub sehen? Dann bleiben Sie gespannt, welche Lösungen die orthomolekulare Medizin und unsere vier Experten des Colloquium Medizin für Sie parat halten. Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen. Dr. Matthias Meyer, du bist Unfallchirurg und Orthopäde. Und ich heiße auch euch drei Professoren herzlich willkommen. Elmar Wienecke und Urs Gruber als Medizinwissenschaftler und Brigitte König als transdisziplinäre Wissenschaftlerin und Expertin für die Mitochondrien. Nun, ich glaube, wir alle spüren die Folgen von Stress und Überlastung auf unsere Gesundheitssituation, auf unsere Lebenssituation, auf unsere Beziehungen. Und umso vielversprechender klingt es, dass ihr dieses geballte Wissen mitbringt, wie man mit Adaptogenen und auch Mikronährstoffen diesem Stress trotzen und zu innerer Balance zurückkehren kann. Mir ist es immer wichtig, dass der Zuschauer zu Hause auf eine, ich sag mal, homogene Wissensbasis gebracht wird und wir diesen Begriff Adaptogene vielleicht initial definieren könnten. Ich denke, Mikronährstoffe ist geläufiger. Brigitte, könntest du diese Definition übernehmen und uns im Anschluss vielleicht auch gleich in die Mitochondrien mitnehmen und erklären, welche Mikronährstoffe und Adaptogene Sie brauchen, um Ihrer Funktion als Kraftwerk der Zelle gerecht zu werden? Gut, dann fange ich vielleicht erstmal mit den Mitochondrien an. Das okay. sind unsere Kraftwerke. Yeah. Also Mitochondrien sind diejenigen, die schon lange bekannt sind, dass sie unsere Energie machen. Also ohne Mitochondrien würden wir hier nicht sitzen, wir leben nicht, ist kein Leben nur möglich. Das heißt, sie machen einmal die Energie, das ist in Form von ATP, das ist sozusagen die Energiewährung, aber wir können es einfach merken, dass es einfach nur Energie ist. Wir wissen inzwischen, dass sie auch viel, viel, viel mehr machen als nur Energie. Sie kommunizieren mit unseren Zellkernen, entscheiden auch, wie wir reagieren, wie unser Immunsystem reagiert, ob wir viel Stress haben. All das regulieren diese kleinen Organellen. Wow. Vielleicht noch gesagt, dass die Mitochondrien früher von Bakterien abstammen. Sie sind aber jetzt nicht mehr ganz selbstständig wie früher die Bakterien, sondern sind abhängig von der Zelle. Also es ist eine Kommunikation zwischen Zelle und Mitochondrien. Wir wissen immer noch nicht genau, das ist noch so ein bisschen die Untersuchung, wer sagt eigentlich wem, was zu tun ist. Sind die Mitochondrien die Herrschaften, die alles bestimmen? Oder ist es eine Symbiose, also zwischen verschiedenen Strukturen? Aber das werden wir vielleicht in den nächsten Jahren dann noch erkunden können. Ja, damit diese Mitochondrien gut funktionieren, muss man natürlich sehen oder hoffen, dass sie nicht zu sehr gestresst sind. Das sind also bestimmte Moleküle, Sauerstoffradikale, aber auch Schadstoffe, die sie direkt schädigen können. Dann aber auch Metabolismus, das heißt, welchen Nährstoff geben wir ihnen, damit sie die Energie machen? Sind es Zucker, sind es Fettsäuren? Wie gut behandeln wir sie? Und die ganzen Enzyme brauchen auch ganz, ganz viel Stoffe, das sind Kofaktoren, Mineralstoffe, Substanzen. Sie sind selbst auch der Ort zur Produktion von sehr vielen Hormonen. Ja, auch da brauchen sie natürlich die Grundsubstanzen. Sie können sich selbst sehr gut wehren gegenüber diesen Stressoren, indem sie auch ganz viel selbst Antioxidantien als ein Wort produzieren oder auch diese Schädlingsstoffe abbauen können. Aber auch dafür brauchen sie natürlich bestimmte Grundstoffe oder auch wiederum Mineralstoffe wie Zink, auch Selen, Kofaktoren, damit das alles überhaupt funktioniert oder auch bestimmte Aminosäuren, wenn wir nur an das ganz, ganz wichtige Glutationssystem denken, was eine zentrale Rolle spielt. Vielleicht so das als Einführung, das sind halt ganz kleine Moleküle, aber auch wenn sie winzig sind, treten sie natürlich in unserem Körper milliardenfach auf, also richtig geballt, je nach Zelltyp ein bisschen unterschiedlich, also alle Organe, die ganz viel Energie brauchen, haben ganz viele von diesen Mitochondrien. Die etwas weniger brauchen, haben halt etwas weniger Mitochondrien. Das
Kannst du mal ein Beispiel bringen, welche Organe viele haben? Ja, unser Gehirn hat ganz viele Mitochondrien, unser Herzmuskel hat ganz viele Mitochondrien und die Eizelle hat ganz viele Mitochondrien. Ah, also mal als die drei wichtigsten. Ich würde sagen, das war vielleicht mal eine Grundlage, dass wir vom kleinsten Element anfangen und jetzt können wir vielleicht zu den größeren Zusammenhängen kommen. Ja, kannst du mal kurz Adaptogene erklären? Was ist das? Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Ja, Adaptogene werden unterschiedlich benutzt. Deswegen kann sein, dass ich den Begriff jetzt anders benutze als vielleicht ein, welcher aus den Mineralstoffen. Deswegen würde ich ja vielleicht sagen, da wir heute das Thema Mineralstoffe haben, dass vielleicht Elmar aus seiner Sicht die Adaptogene erklärt. Also ich kenne es, Adaptogene sind bei mir, in meinem Begriff, in Infektiologie oder Infektionsimmunologie sind es bestimmte Moleküle oder also bestimmte Strukturen, die an T-Zellen, an ganz bestimmte Rezeptoren gehen und dort dann etwas hervorrufen oder interagieren. Also das ist in meinem Begriff, in Infektionsimmunologie sind das Adaptogene, mit denen wir arbeiten. Emma, variiert deine Definition? Nein, kann ich mich anschließen, aber ganz wichtig eben diese vielen Kofaktoren, ob es Aminosäuren sind, die beteiligen sich, sind da extrem beteiligt und schaffen Synergien. Und nur wenn die Synergien da sind, können sich auch körpereigene Regulationssysteme harmonisieren. Denn das, über was wir sprechen, im Bereich der Mikronährstofftherapie oder im Rahmen der Mitochondrialmedizin, und Brigitte weiß das, ich bin ihr unendlich dankbar, dass wir uns damals kennengelernt haben. Sie gilt ja als Mitochondrienpäpstin, muss man auch sagen, ist sie auch, weil wir haben wahnsinnig viele Untersuchungen gemacht. Das ist auch für Matthias vielleicht interessant. Wir haben gerade eine Analyse gemacht im Bereich der Zahnmedizin und haben nachweisen können, dass die Gabe von Mikronährstoffen in der gezielten, individualisierten Form das Einwachsen der Implantaten verbessert hat. Einmal durch den AMPP8, durch den Biomarker, Destruktionsmarker, aber auf der anderen Seite, auf der mitochondrialen Basis, das ist das ganz Entscheidende. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. Ja. Und die sind entscheidend. Und wir konnten dann nachweisen, dass über bestimmte, das hört sich für die Zuschauer wieder sehr komplex an, Kopplungseffizienz, Protonenleck, was ist das? Das sind einfach bestimmte Maßnahmen, die indirekt eine Ökonomisierung auf der mitochondrialen Ebene darstellen. Das heißt, die gesamte Aktivität, die Kraftwerke der Zellen verbessert sich durch diese vielen Kofaktoren. Ja. Und gerade, weil in der Zahnmedizin angefangen worden ist, sehr erfolgreich, fängt die orthopädische Chirurgie langsam an. Und das könnte für Matthias nämlich interessant sein, denn du bist ja Orthopäde. Ja, erzähl gerne. Auf dem Papier, ja. Entschuldigung, Matthias. Ich sehe das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive. Ja. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, das Menschen zu erklären, die sich damit noch nie beschäftigt haben, weil die Medizin dazu tendiert, immer sehr, sehr stark ins Detail zu schauen. Mhm. Und wenn wir uns Mitochondrien angucken und den Stoffwechsel innerhalb dieses Mini-Teils einer Mini-Zelle in einem kleinen Organ eines großen Organismus, muss man sich auch immer fragen, wie sind diese Schichten insgesamt aufgebaut und wo ist diese Hierarchie von Ketten, von Befehlen, die da irgendwie passieren müssen, damit zum Schluss in einem Mitochondrium ein Stoffwechsel passiert. Und ich bin auf der ganz anderen Seite dieser Kette, nämlich beim autonomen Nervensystem. Das heißt, wenn Sympathikus und Parasympathikus arbeiten, schwankt das dynamisch und adaptiert meinen gesamten Körper, je nachdem, welche Einflüsse auf mich einwirken. Wenn ich Sport mache, funktioniert mein Mitochondrium anders, als wenn ich schlafe. Und das ist Sympathikus versus Parasympathikus. Und eine Sache, die eine große Rolle spielt bei der Funktion meines autonomen Nervensystems, ist meine Struktur. Und insbesondere die Struktur, die dieses autonome und zentrale Nervensystem umhüllt. Und das ist meine Wirbelsäule und mein Becken. Ja. Das heißt, wenn ich da Fehlstellungen habe, die dann diese Nerven unter Spannung oder unter Druck setzen, dann werden diese autonome Fasern, die ein bestimmtes Zielgebiet haben, verschiedene Signale schicken und dann den Stoffwechsel an bestimmten Stellen auch adaptieren oder schlechter adaptieren lassen. Und dann kann man dann natürlich ganz tief in die Zelle reinschauen und sagen, da fehlt ein Mikronährstoff oder da brauchen wir das. Aber wenn die übergeordnete Ursache für eine Funktionsstörung nicht beseitigt wird, dann ist das ein Thema, was immer wiederkehrt und man muss es ständig dann befüllen. Würde man die Ursache insgesamt aufrichten, hat das Einfluss auf den gesamten Körper und auf den Stoffwechsel im gesamten Körper. Trotzdem bin ich natürlich der Meinung, dass die ganze Regulationsmedizin und Mitochondrien und Nährstoffmedizin ultra wichtig ist. Und das ist auch was, was natürlich möglichst integrativ passieren sollte. Wenn man also Nährstoffe ersetzt, Mitochondrien wieder besser arbeiten lässt und gleichzeitig das autonome Nervensystem zumindest mal im Kopf hat
und versucht, das zu tun, was man kann, damit das wieder in eine Balance kommt, ändert man auch dann langfristig die Funktionsfähigkeit von zellulären Stoffwechsel. Super spannend. Dankeschön, dass du uns deine Perspektive so aufschlussreich dargelegt hast. Vielleicht darf ich da eine Sache kurz ergänzen. Hochspannend, was er sagt, das ist sein Spezialgebiet. Gerade wir haben, und das weiß auch Brigitte, wir haben viele Analysen gemacht, nicht nur bei Leistungs- und Spitzensportlern, bei ADS-Kindern, wo gerade im Grunde genommen die Balance des vegetativen Nervensystems von Sympathikus und Parasympathikus haben wir bei der 24-Stunden-HV-Messung gemessen und die Gabe von Mikronährstoffen zu einer von einer vegetativen Dysregulation zu einer vegetativen Balance geführt hat und die Menschen wirklich viel ruhiger, gelassener geworden sind. Deswegen ist der Ansatz, den er macht, hochspannend. Ja, ja. Da darf ich wieder auch noch was ergänzen. Also ein ganz hochspannender Ansatz, auch wichtiger Ansatz, gar keine Frage, möchte ich auch nichts gegen sagen. Es ist aber sehr wichtig, dass wir auch dann im Testsysteme aufgebaut haben, wo wir genau unterscheiden können, was kann das Mitochondrien selbst, wie gut ist es selbst aufgebaut und wie ist es in der Zelle, wie wird es reguliert, um genau das zu unterscheiden. Manchmal haben wir Mitochondrien, die sind top in Ordnung, trotzdem leidet der Mensch oder ist müde. Das heißt, dann sehen wir dann, die Regulation ist falsch. Also genau dieser Unterschied ist dann schon sehr wichtig. Ja, danke schön. Ich glaube, damit können wir, du hattest es erst eingeleitet, auch nochmal auf dieses Ineinandergreifen dieser verschiedenen Subsysteme des Körpers gehen. Was für diese Frage, auch wie Psyche, Nervensystem, Immunsystem ineinandergreifen, bist du prädestiniert? Nimm uns doch mal mit. Mehr oder weniger, glaube ich. Ich glaube, da gäbe es auch ganz bestimmt noch viel, viel größere Experten. Aber ich kann das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Komme natürlich jetzt von der Ecke eigentlich dazwischen, die Ecke dazwischen in Anführungszeichen, wo ich denke, okay, wie viel Biologie ist verantwortlich für das, dass ich stresse, dass der Körper eigentlich Stress produzieren kann, ist klar, ja, dass die Psyche Stress produzieren kann, ist auch klar, wenn es diese Interaktion, jetzt sagen wir, zwischen dem Denken, Fühlen und dem Körper selbst, dass der eine Einheit darstellt, wo ich natürlich absolut mit dabei bin, dass sowohl die Grundlagen, der Nährstoff, das Futter in Anführungszeichen dafür da sein muss. Aber natürlich auch, dass die Nervensysteme, die unterschiedlichen, dass die möglichst optimal arbeiten können. Wenn es jetzt so ist, ich stelle mal etwas in den Raum, wenn man jetzt zum Beispiel das ganze muskuloskeletale System korrekt wieder in Ordnung bringt, was ich absolut befürworte und auch sehr gerne selber mache, ist für mich noch mitentscheidend oder ein guter Grund, um noch weiter nachzutasten, ob da allenfalls entsprechende, Muster da sind, die vielleicht im Rahmen von psychoemotionalen Befindlichkeiten über längere Zeit schon auch so entstanden sind. Ich selbst habe jetzt für mich festgestellt, dass wenn ich Korrekturen anbringe, damit das autonome, das zentralnervöse System möglichst gut funktioniert, dass es doch mit sehr, sehr gut ist, wenn man dieser psychoemotionalen Befindlichkeit da auch die möglichen, ich sage es nicht epigenetischen, aber die möglichen andere kausale Faktoren, die durch die Geschichte entstanden sind, versucht mit zu berücksichtigen. Das heißt, es gibt einerseits dieses Körperliche und natürlich, das ist elementar, da gibt es nichts zu diskutieren, dass es funktionell richtig funktionieren muss, selbstverständlich, aber dass man nie quasi diese gesamte Einheit aus dem Gesichtsfeld streicht, sondern dass das sehr, sehr was Bedeutsames ist. Ja, und würdest du sagen, es gibt gewisse Mikronährstoffe, die diese Einheit ermöglichen oder die für jeden relevant sind? Da ist der Elmar natürlich viel mehr Experte oder die Brigitte oder auch der Matthias. Ja. Wenn es um die Feststoffe geht, quasi, wenn es um die Stofflichkeit geht, dann sind wir in der Biologie, in den Stoffwechsel bis zu tief in die Zelle, bis zu den Mitochondrien eigentlich so. Ich glaube, das Leben selbst und die Geschichte selbst, die der Mensch schreibt, scheint mir hier eine bedeutsame Rolle zu sein. Welche Haltung ich einnehme zum Beispiel, wie ich dann atme durch die... Um welche Kleinigkeiten jetzt hier, Kleinigkeiten oder große Dinge, hier mit eine große Rolle gespielt haben, damit ich dann so bin und meine Haltung einnehme und daraus Handlungen vornehme, nach außen oder eben auch nach innen, das spielt jetzt bei mir eine zentrale Rolle. Und welche Mikronährstoffe hier zum Beispiel mit einer Rolle spielen könnten, weiß ich gar nicht, ob es hier Untersuchungen dazu gibt. Ja,
Gibt es aber für das Nervensystem vielleicht Nährstoffe, die dort den Stress reduzieren können oder die die Reizleitung irgendwie besonders gut ermöglichen? Also wir haben jetzt im Laufe der letzten Jahre auch mit deiner Hilfe, Brigitte, viele, viele Analysen gemacht, um die Effizienz einer Mikronährstofftherapie auch wirklich dann wissenschaftlich zu analysieren und das auf eine Evidenzbasierung zu bringen. Und wir haben festgestellt, dass ganz häufig, das ist für die Zuschauer vielleicht Phenylalanin ist eine Aminosäure und diese Aminosäure arbeitet mit dem Tyrosin und bildet Dopamin auf und dann entsprechend bist du in einem Flow, du bist gut drauf und du erhöhst deine Stressresilienz. Wir haben bei der Messung extreme Defizite feststellen können. Mhm. Bei der gezielten Supplementierung wissen wir gleichzeitig, dass auf der hormonellen Regulationsschiene, das heißt gerade in bezüglich der Schilddrüsenhormonregulierung, beide Stoffe einen massiven Einfluss haben. Und somit, wenn du in den optimalen Bereich der Schilddrüse kommst, liebe Zuschauer, Sie wissen mittlerweile, ich habe es immer wieder häufig erklärt, der optimale Bereich des Wohlfühlens liegt TSH-basal zwischen 1,6 und 2,2. Und den erzielt man durch die vielen, durch Omega-3, aber auch durch Phenylalanin. Und diese Aminosäure ist bei vielen Menschen nicht vorhanden. Ja. Und deswegen verfügen die über keine ausgewogene Stressresilienz. Natürlich ist es wichtig, dass, was Matthias gesagt hat, kommen ganz andere Faktoren dazu. Da ist er Experte, kann er viel besser Dinge zu sagen. Aber diese reinen Mikronährstoffe haben auf der biochemischen Ebene diese Wirkung. Spannend. Vielleicht kann ich dazu, weil gerade die beiden Sachen gesagt haben, von Dopamin ja hauptsächlich Substantia nigra, so Hirnstammregion. Und das ist ja ein Problem, was bei ADHS, aber auch bei Parkinson zum Beispiel eine Rolle spielt. Und was ich gesehen habe, wenn man in der Lage ist, die Brust und die Halswirbelsäule wieder in eine normale Form zu bringen, dann ändert man auch die Lokalität von dem Substantia nigra Bereich von hier nach da. Und das nimmt Spannung raus aus dem Nervensystem. Und unten an der siebten Halswirbelsegment kommt ja der Nerv raus, der zur Schilddrüse geht. Mhm. Wenn man diese segmentale Versorgung von Organen oder auch die reine Anatomie verändern kann, ändert man auch die Funktion. Und dann werden auch die Hormone anders produziert. Und dann geht auch ein Parkinson langsam wieder weg. Spannend. Oder eine Schilddrüsenunterfunktion geht langsam wieder weg. Weil dann diese Nährstoffsignalkette wieder besser funktioniert. Das bedeutet, wir benötigen gar nicht so die Mikronährstoffe und Adaptogene, sondern es kommt mehr auf die Haltung an. Ich glaube, es wäre toll, wenn man das alles kombinieren würde. Ich glaube schon, dass wir das brauchen. Genau. Wir brauchen auch die emotionale Komponente. Ich gehe davon aus, dass wir einen körperlichen Stress im Sinne von Fehlhaltungen, Fehlstellungen haben, die auch, auch traumatisch bedingt sein können, Unfälle, machen dann sowas. Und dann sehe ich viele Leute, die den Kopf nicht gerade halten oder Schulterasymmetrien haben und ein Beckenschiefstand. Das ändert Funktion, auch von dem darin enthaltenen Nervensystem. Aber wir haben auch einen emotionalen Stress, viele emotionale Traumata oder auch Dinge, die uns im allgemeinen Leben einfach stressen und nicht ganz loslassen können. Und das hat auch einen Einfluss auf das autonome Nervensystem. Und dann haben wir den chemischen Stress. Da kommt die ganze Ernährung oder Mangel von Nährstoffen und die ganzen Giftstoffe, die wir alle irgendwie in einem gewissen Ausmaß auch einnehmen und wieder entgiften müssen. Und diese ganze Regulation wird ja insgesamt autonom gesteuert. Und deswegen ist mein Beitrag dazu, zu versuchen, diese autonome Regulation zu verbessern durch das, was ich am besten kann. Und das ist die Wirbelsäule eben aufrichten. Ja, das heißt, aber auch hier würde sich eine Zusammenarbeit... Das wäre super. Ne? Gestern hatten wir das Thema zum Beispiel bei Krebs. Da hat jeder so eine unterschiedliche Perspektive, wie man etwas verbessern könnte. Ich glaube, wenn man das kombinieren würde, wenn man sich vorstellt, dass eine Diagnose wie eine Art Puzzlebild ist, und dann hat man jetzt die Diagnose Krebs beispielsweise, und wenn da ganz viele verschiedene Puzzleteile zu diesem gemeinsamen Symptom beitragen und jedes Puzzleteil ist unterschiedlich groß, das kann von einem zum anderen auch ganz anders sein. Aber ein Teil kann die Wirbelsäule sein, auch ein Nerv geht zum Beispiel zu einem Tumor, würde man den entlasten, kann vielleicht eine Entgiftung besser funktionieren. Ich habe es auch schon erlebt, dass dann Tumoren schrumpfen, allein durch die Behandlung. Nicht immer, aber manchmal. Aber der Lothar Hirneisen zum Beispiel hat ja wieder einen ganz anderen Ansatz. Und es funktioniert auch in vielen Fällen. Wenn man aber dann diese ganzen Puzzleteile gemeinsam angreifen würde und dieses gesamte Bild so klein machen würde, dann kann ja nur Gesundheit daraus resultieren. Ja, danke, dass du das auch so differenziert dargelegt hast. Ja, aber das ist ganz wesentlich, was er sagte. Deswegen sitzen wir hier, dass wir Synergien haben. Es gibt nicht das eine
und das andere. Es gibt nur synergetische Dinge. Und das, was ihr ja hier macht, auch wirklich exzellent macht, ist es, unterschiedliche Standpunkte dem Zuschauer klarzumachen, dass es eben Mosaiksteine sind, die das Ganze ergeben. Das ist nämlich genau das. Deswegen macht dieser Sinn auch viel Spaß. Und deswegen ist auch eine Diagnose nicht bei jedem gleich zu behandeln. Absolut. Na, bei dem einen ist eine Arthrose vielleicht vor allen Dingen ein Ernährungsproblem. Mhm. Bei dem nächsten ist vielleicht ein Mikronährstoffmangel, vielleicht hängt das auch zusammen. Bei dem nächsten ist es vielleicht vor allen Dingen ein Beckenstatikproblem, was sich dann verbessern kann. Und wenn wir das gemeinsam machen würden, wäre das sehr, sehr mächtig. Ja, ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz. Es hilft ja nicht nur eine Substanz zu geben, wie Puls und Q10 einmal oder nur Glutathion oder so etwas. Das mag, wie gesagt, im Einzelfall allein ausreichend sein. Aber sonst muss es im Kontext gesehen werden. Puzzlestein, das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Stimmt. Ja, mit dem Q10, was du gerade sagtest, vielleicht können wir dem Zuschauer doch noch mal so ein paar Begriffe mitgeben oder auch Hinweise. Ja, es ist manchmal populär, wenn ich das mal so sagen darf, dass man manchmal eine Substanz anpreist. Nehmen Sie, die sind sicherlich in Ordnung. Also Q10 ist wichtig für die Atmungskette, für die Mitochondrien, keine Frage. Es wird aber auch sehr von den Mitochondrien selbst gebildet. Deswegen sollte man vielleicht auch versuchen, dass man sagt, man kann es vielleicht erstmal ergänzen, zu sagen, vielleicht war das der Grund, ja, keine Frage. Und dann aber zu sehen, dass der Körper, die Zellen das wieder selbst produzieren. Ja, und die können es dann besser regulieren, wie viel sie brauchen. Weil es immer so, ja, leider ist dieser Satz wahr, die Dosis macht das Gift. Auch bestimmt auch Coenzym Q10 kann in zu hohen Konzentrationen auch wieder Sauerstoffradikale bilden. Mhm. Also es sind reine chemische Reaktionen. Ja, ja. Denn das, was du gerade sagtest, Brigitte, ist ja das Ganze zu harmonisieren und normalisieren. Ja. Das ist das ganz Entscheidende. Nicht eine Substanz ist die der Retter, sondern das muss Matthias, das Ganze zusammen. Deswegen Mikronährstoffe in der Summation. Natürlich auf der einen Seite sage ich ja immer wieder, musst du richtig messen. Das ist ein großes Problem in Deutschland. Wir haben alle Labors in Deutschland wir haben Messungen gemacht und haben 20 verschiedene Ergebnisse bekommen und keiner hatte Referenzdaten. Deswegen habe ich auch diese Datenbank entwickelt, diese weltweit für einzelne Mikronährstoffdatenbank. Wir können genau sagen, der Patient X ist so und so alt. Wo sind vergleichbare Menschen, die ein ähnliches Profil haben? Leider haben wir das nicht. Wir haben gar keine Mikronährstoffdatenbank. Wir gehen gar nicht von Mikronährstoffen aus, sondern die Patienten suchen die Ärzte auf. Das ist auch jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Und dann gibt es ein Medikament oder auch keins. Und da wird ursächlich nicht gesehen. Da wird das Symptom nur behandelt. Ja. Und das ist genau das Problem. Das Ganze ist im Grunde genommen, oder die Herausforderung, dass diese kleinen Mosaiksteine, du hast vollkommen recht, es ist nicht nur Q10. Aber entscheidend ist im Grunde genommen, das ist vielleicht, liebe Zuschauer, für Sie wichtig. Da haben wir evidenzbasierte Studien gemacht. Wir haben mal damals eine klinische Studie sogar gemacht. Eine klinische Studie, wo wir Frauen untersucht haben, die dreimal die Woche 40 Minuten unter standardisierten Methoden Ausdauertraining durchgeführt haben, nach Laktattests, dreimal die Woche. Und wir haben nachweisen können, dass der Magnesiumbedarf nicht gedeckt werden konnte, obwohl diese Frauen sich außergewöhnlich gut ernährt haben. Mhm. Warum? Weil damals schon bekannt war, dass 10, 15 bis 20% den Treibhauseffekt raus sind. Das heißt, wir haben viele Maßnahmen mittlerweile, die dazu in der Lage sind oder die bewirkt haben, dass die Inhaltssubstanzen nicht mehr so da sind, wie wir das erwarten. Und das ist genau das, was wir, also, und dann gibt es da eine ganz wichtige Komponente. Ich sage es immer wieder. Die Lancet-Studie 2019 hat gezeigt, dass nur 20% der Menschen in Europa sich so ernähren, wie es die Ernährungsgesellschaften wünschen. 20% nur, wie es die Ernährungsgesellschaften wünschen. Das ist das. So, das heißt also, wir gehen von Tatsachen aus, die gesamten internationalen Ernährungsgesellschaften sind ja nicht im 15. Jahrhundert. Das sage ich immer wieder und auch provokant. Das ist auch nicht schlimm. Dazu stehe ich. Ich kann es auch wissenschaftlich nachweisen. Und die gesamten analytischen Dinge, die die machen, was ist denn in einem Blumenkohl noch drin? Ja, dann sollen sie die Dinge vielleicht mal revidieren. Das heißt, wir müssen von anderen Voraussetzungen ausgehen. Und wenn wir nur wissen, dass 20% das nur erreichen, was notwendig ist, aber viele Grunderkrankungen dann noch kommen bei älteren Menschen. Wir haben gerade eine Masterarbeit schreiben lassen. Ich möchte die Ergebnisse in einer Seniorenresidenz in der Schweiz. Über 60% der Menschen, Altersstufe 70 bis 85, nimmt Antidepressiva. Über 60%. So, aber mittlerweile brauchen sie das gar nicht mehr. Wir haben es nachweisen können. Warum? Weil wir ganz gezielt den Menschen gegeben haben, was fehlte. Das heißt, sie haben gewisse Botenstoffe, die nicht mehr da waren, die blockiert waren. Das heißt also, im Grunde genommen kann man sehr viel langfristig enzymatisch verbessern, wenn das was Brigitte, auf der mitochondrialen Ebene, auf der Ebene der Mitochondrien, der Kraftwerke der Zellen, Energie
verbessert wird, das Ganze ökonomisiert wird. Ja, kannst du da vielleicht exemplarisch und explizit nochmal nennen, was ihr verabreicht habt? Ja, wir haben, ich habe gerade, das ist vielleicht nochmal wichtig, wir sagen Personal Medicine, individualisierte Medizin, nicht, ja. Der eine gibt es mal 200 Milligramm Q10, der gibt Magnesium, das ist das, was out ist. Mhm. Sondern individualisierte Medizin heißt, du musst es auch wirklich messen, analysieren. Genauso wie man die mitochondriale Aktivität analysieren sollte. Und da ist es, lieber Zuschauer, wichtig, auf der Serumebene, es ist immer für den Zuschauer schwierig zu erfassen, du nimmst Blut ab und das Blut wird zentrifugiert, dann hast du ein Serum und einen zellulären Anteil. Und wir haben ein Kompartimentsystem. Und Kompartimentsystem bedeutet, wir haben einen natürlichen Schutz. Das heißt, wenn der Körper über längere Zeiträume die energetischen Voraussetzungen hat, die er braucht, dann geht er an seine Körper eine Strukturproteine. Und in dem Moment, wo er das macht, wird immer das schwächste Organ mitgetroffen. Wir haben junge Menschen, die Alopezie hatten. Und innerhalb von, ich habe da eine Sendung zugemacht, und innerhalb von einem halben Jahr waren die Haare wieder da. Aber das ist auch kein Wunder, gar nichts. Das ist eine Biochemie. Und deswegen, da müssen wir ansetzen, dass wir im Grunde die richtige Analytik haben. Was Matthias, die statische Komponente mit berücksichtigt, das ist nicht so mein Feld, das ist sein Feld, aber das zusammenzubringen, das ist auch die Kunst. Wow, ich danke euch für jedes einzelne Puzzleteil, was wir heute hier zusammenfügen durften. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass Stress weitaus mehr ist, als dass es nur auf Mikronährstoffen basiert. Es sollte individuell auf sie abgestimmt sein und dieses Ineinandergreifen verschiedener Systeme des Körpers und auch der Seele, des Geistes berücksichtigen. In dem Sinne, filtern Sie sich so viel wie möglich an Informationen zum Wohle Ihrer Gesundheit aus dieser Sendung heraus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.